So, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Oh, hey, hallo, jetzt so. Da wollte ich dich einfach nicht ansprechen lassen. Wir müssen heute die vierte Plejade einfangen. Mein Beschwörerbalken ist es nicht ganz voll. Ich hatte nicht die Intention, das Ding voll hoch zu machen, weil es doch länger dauert als erwartet. Da was alle meine Leute hatte, für allerdings ein Level höher. Ich hoffe, das wird reichen, um noch um die vierte Plejade auszuschalten. This should be the place I Gucken heard wir es uns about. an. Traveler, test your strength. So there you are. The butcher. You've heard a lot of people. They call me a butcher? Rubbish. I merely challenge fools who would be challenged and they die. Then you're not very sporting. Every one of your victims was cut down without a fight. He who lives by the sword must be quick to draw it. Truly, they met with no foul play. If they expired without a struggle, that attests to their dearth of skill and not my lack of honor. It is a troubling thought to be gone less than a century and return to find swordsmanship so diminished. Troubling indeed. How poetic. If it's a challenge you're looking for, why don't you see how you and your principles fare against me? Ah, your spirit is impressive. Let us begin. Ja, fangen wir mal an. Geben wir eben. What? Sorry, dude. There's been a change in the lineup. You really ought to know better than to butcher people. I remember you. To fight again after so long would be a thrill. But you catch me as my blood quickens for another. My first worthy foe in ages. This trickery. This space in which you have confined me. I'll not be detained. What is... Lon! Get out of that thing's way! Aw, dude! Zan, Tetz, Ken. Versuche die Sphäre zu sprengen. Oh, das Schwert geht schon wieder drauf. Missed by a hair. Good. You're the strongest warrior I've crossed swords with in years. And yet, 'twould be poor form to pursue this now. Find a new blade, and we shall continue this test of our might. Looks like this won't be as easy as I thought. Einfacher? Das Typ scheint ziemlich krass zu sein. Wir können auf einmal den jetzt herausfordern. You have a weakness. You're taking on Odin? Yeah. I heard that you have experience with the Dyad servants. Basically, anything you can tell me would be a big help. Odin. Oh, got it. It's just an old rumor, but als ob Leiden mit ihrer alten Espadrille geführt werden soll. At last. You would try me with the same sword that failed you before? Yeah. Except I thought I'd mix things up. Damn you! That girl. She looks like Ramuz. It's his grandkid. Grandkid! I see you've been sniffing about. Is this the best you can muster? Yep. Damn you! What's wrong? Suddenly you don't look so hot. Silence! Make your peace before I cleave you in twain. Also, Elektro ist schon mal seine Schwäche, das ist gut. What do we have here? Is Odin afraid of a weed awakening? Hey, that reminds me. Ich hab keinen Blitz. Wasn't old Ramu the only one you never had the guts to go head to head with? Wow! Dude, is that true? What I cower before no one. Okay.
Okay, mal gucken, ob ich mit ihm überhaupt physisch angreifen kann. Okay, er frisst schon mal, der hat auch kein Konto, so wie es aussieht. Normaler Hit 645, ist okay. Ich glaube, er ist leicht schneller als ich. Und wir hat leider keine Blitzangriffe am Start. Der die Shock hier braucht. Aber mal gucken, was er noch so kann. Okay, normaler Hit, kein Thema. Wie viel Leben hat er denn? Okay, ein bisschen was, aber nichts, was jetzt zu krass kommt. Was sagt er eigentlich zu Nihil? Ah, resistent. Ich dachte mir schon. Nun gut. Dann eben auf die normale Art. Ich habe fast das Gefühl, dass sein Vasan Tetsuken, immer das war, eine automatische Todattacke sein wird. Ich hoffe, dass sie das nicht ist. Sonst könnte es ziemlich ekelhaft werden. Gungnir. Na, guck mal. Okay. Sollte ich schon meine ersten hier raushauen? Ach klar, bevor ich die AP verschwende. So. So, der hat den Laden überholt. Habe ich noch Prothes? Ja, habe ich. Okay, alles klar. Dann gib ihm. Na, der hat sich aber ganz schön auf Rain eingeschossen. So, gib ihm. Gib ihm. Okay, da kann ich gleich nochmal Laden heilen. Ist zwar nicht so viel, was der jetzt zurückbekommt, aber besser als gar nichts. Ich warte nur, dass die Instant-Todattacke kommt. So, 7 AP ist gut. Und hier spart ich mal noch ein bisschen. Ich werde bestimmt bei Prothes brauchen. Vielleicht sogar jetzt. Ja, ich hätte es jetzt schon gebraucht. Und meine Stapel krepieren gerade. Ja, ich will meine Stapel wiederherstellen. Aber wenn die umfallen, bin ich umso mehr am Arsch. Okay, hier nochmal. Das lohnt sich auch. So. Normaler Hit. Tut trotzdem weh. Das ist nicht zu schlecht. Ah, das ist halt so ein Ticken schneller als das LAN. Nur so ein Ticken. Verdammt nochmal belastend. Na, jetzt müssen wir überholt haben. Ja, da ist der Angriff endlich. Jetzt kann ich auch warten. Und bin ich einfach instant tot. Jo. Das dachte ich mir schon. Okay. Okay. Nicht gut. Ganz und fucking gar nicht gut. Okay, wir wissen, dass er gegen Blitz schwach ist. Also werde ich mir auf jeden Fall jetzt ein paar Blitze holen. Und versuche meinen Magieangriff zu buffen. Allerdings die Frage. Ich habe ja jetzt nicht unbedingt so viele Runden Zeit. Soll ich wirklich in einem Ding runterbringen müssen, bevor er den Angriff macht? Das ist ja vielleicht doch ein bisschen over the top, oder? Blitz, Blitz, Blitz. So. Das ist doch schön teuer, die Mistdinger. Kauft direkt noch einen. Thank you. Na gut, machen wir mal, wenn wir das am besten einsetzen. Hat hier noch irgendwer ein bisschen freien Platz? Okay, du hast dich für Nihil. Laber das, du hast doch bestimmt freien Platz. Prothes. Vita. Bann. Ist das alles drin? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, was nehme ich denn da jetzt am besten?
Vita brauche ich noch. Vielleicht baue ich Bran auch noch. Ja, gut, die ist halt Seraphie, was soll's. Also, jetzt müssen wir halt einen neuen Nihil-Samen kaufen. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal weiter. So, Blitzsamen. Bitteschön. So, hat hier noch jemand einen Platz frei für Blitz? Hier unten vielleicht? Freies Feld, ja, easy. So. Goodie, machen weiter. Das wird ja spannend, wie ich den schlagen soll. Ob ich die Scheiße vielleicht irgendwie ausweichen kann oder so. Huch, warum bist du noch auf? Hallo? Hey, do you mind if I ask you something strange? Huh? Like what? Am I correct that you're in charge of controlling the gates and managing our Prismariums now? What do you mean now? Please. You know full well that this pixie has always been in charge of both. I can't carry the prison case everywhere we go, but we can access it from safe locations. And you're the one who returns us to Ninewood Hills when we fall in battle? Huh? Well, yeah, sort of. I have to use the return crystal Anna Crow gave me, which unfortunately means we have to come back to Ninewood Hills every time. Hold on a second. This is strange. What's with the sudden barrage of questions? Oh, I guess I just like to go over things now and then. Huh? You serious? I guess that means most of what I know about Tama applies to Seraphie in this timeline. As long as I remember that, I should be able to play along. Okay. Ja, na eben, ne? Tama ist ja gar nicht mehr da. Und trotzdem kann ich mir Niederlagen und Ende erlauben. Okay, versuchen wir den ganzen Kampf nochmal. Mal gucken, ob ich diesmal wieder geschissen bekomme. So eine Instant-Tod-Attacke ist schon dezent unfair. Lava, das ist eigentlich ein Schutzbit dafür. Problem dabei, er funktioniert nicht. Oh, ja, Moment, was mache ich denn? Oder zumindest da gar nicht funktioniert. Und das ist problematisch. So, Blitz. 3-8. Okay, normaler Hit. Jetzt. Noch. Ja, jedes Mal 3-8 ist schon relativ krass. Wirklich, das ist ziemlich mächtig sogar. Vielleicht bekommen sie sogar runter, bevor er den Angriff macht. Probieren wir es mal. Ich doch jedes Mal für fast 4000 reinhauen kann. Vor allem beide gleich. Er wird zwar ein bisschen weniger machen, aber auch um die 3000 auf jeden Fall. Aber 3,5 ist immer noch ein anständiger Wert. Ist auch recht billig, das zu casten. Also du könntest mal eine Weile spammen. Die Frage ist nur, ob es hinten ausreichen wird. Okay. Solange ich mich nicht so viel heilen muss, geht's eigentlich. Ich hätte vielleicht für Blitzra oder Blitzgar gehen sollen. Einfach um noch mehr Elektroschaden reinzuhauen. Und ich glaube, es wird schon bei der ersten Heal fällig. Aber ich nehme lieber einfach einen Übertrank. Damit komme ich besser. So, die Hälfte ist damit auch erreicht. Ich hoffe wirklich, dass es reichen wird. Ich greife die ganze Zeit gekonnt LAN an. Aber ich denke, ein bisschen was halte ich noch aus. Bevor ich den Übertrank schmeißen muss. Ganz normaler Hieb einfach nur. So, vielleicht habe ich keine AP mehr. Ich hoffe, es reicht noch.
Schon wieder auf ihn. Prothese ist wohl weg, so wie es aussieht. Ja, das schmeißt einfach einen Übertrank rein. Gut ist. So. Jetzt habe ich nur noch einen. Mist. Aber geht ja nicht anders. Ja, meine Buffs sind jetzt leider auch weg. Aber jetzt heißt es wieder einfach nur so schnell möglich beenden. Weil wir gehen jetzt endlich auf jeden Fall aus. Für wie viel noch? Also wenn sie gut läuft, kann den Ryan's beenden. Komm schon, Ryan, gib dir Mühe. Nein, oh mein Gott, was? Ernsthaft. Ja, das war's. Okay, shit. So nah dran. Was kann ich noch tun, um meinen Schadensoutput vom Blitz noch weiter zu erhöhen? Habe ich zufällig einen Mirastein mit Blitz? Ist ja perfekt. Ne, wir haben Eis. Kein Blitz. Scheiße. Ich könnte jetzt versuchen, den Löser einzusetzen. Der würde noch mal für ein bisschen mehr Schaden gehen. Aber ansonsten bin ich da auch gerade ein bisschen ratlos. Ansonsten. Hat er denn noch ein freies Board? Er hat noch eins. Na naja, gut, dann haue ich ihm auch noch Blitz rein. Und dann müsste sozusagen Blitz Ra geben. Und damit soll ich dann theoretisch mehr Schaden machen. Und ihm richtig mitgeben. Okay, sehen wir uns das an. Er ist, weiß ich, mein Hauptdamage-Dealer. Aber mal gucken.